Hallo! Wenn ihr dieses Video seht und das andere Video nicht, dann guckt bitte auf jeden Fall danach das andere Video. Ich habe nämlich heute schon mal ein Video gemacht und gestern auch ein Video. Im Moment mache ich Video für Video für Video und es wäre schade, wenn diese schönen Let's Plays einfach dahin sind. Also, schaut auf jeden Fall rein in die Videos. Das würde mich sehr freuen. So, aber das hier ist ein Sondervideo, denn es gibt einen riesen Denkfehler in dem neuen Update. Ich habe das ja schon eben so ein bisschen kritisiert gehabt mit, ja, man spielt 3 Monate nicht und bekommt 750.000 und Diamanten und dies und das und jenes, ne? Und dann habe ich mir überlegt, ey, da ist doch ein riesen Denkfehler drin, denn also ich muss aufpassen, wie ich was sage und weil ihr wisst ja, ich wurde schon mal sehr hart angegangen von Supercell, habe die Partnerschaft verloren, meinen Kanal musste ich fast löschen, dies, das. Deswegen ich muss wirklich aufpassen, wie ich was sage. Ich darf nicht so genau sagen, aber im Prinzip ist es ja kein Geheimnis. Das sagt der Umüt zum Beispiel selber, hat er in dem Video von Supercell selber, hat er gesagt, dass seine Gemeinschaft für ihn Sachen sammelt und dann quasi ihn gibt. So funktioniert das Ganze ja, ne? Angeblich. Das heißt, es gibt Farmen, die für ihn produzieren und die transferieren ihm das. Ne? Alles okay, alles legal. Hat keiner was gegen. Auch ganz bekannt, wie man Geld verschiebt. Ne? Dass man seinen Kumpels hilft, man sagt, hey, oh, cool, hier gibt's Geld. Ist alles bekannt, jeder weiß das, ne? Und es ist auch nicht verboten. So, was ist aber, wenn Leute nun eine Zweitfarm haben? Eine Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst-, Sieben-, Acht-, Neun-, Zehn-. Also ich weiß zum Beispiel vom Suroma, der hat irgendwo mal gesagt, in einem Livestream, ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht vertue ich mich auch, lieber Suroma, wenn es falsch ist, schreib es gerne in die Kommentare, dass es falsch ist. Aber ich meine, er hätte mal gesagt, er hat 30 Farmen. Müsste ich mal raussuchen, wo das war. Ich meine, ich habe das irgendwo. Aber selbst wenn es nur 10 sind, jeder weiß, er hat sehr, sehr, sehr viele Farmen. So, wenn er in diese Farmen jetzt 3 Monate nicht reingeht, ja, dann bekommt er für jede Farm 750.000 Münzen. Plus Scheunen-Upgrade, plus Silo-Upgrade, plus 130 Diamanten, pipapo. Okay. Diamanten kann man nicht weitergeben. Silo-Upgrade kann man nicht weitergeben. Münzen? Ne? Also, im Folgeschluss bedeutet das, wenn man 10 Farmen hat, 10 mal 750.000 sind 7,5 Millionen. Hat Supercell da irgendwie nicht von A nach B gedacht? Also, ich weiß nicht, ob die das nicht durchdacht haben, aber viele Spieler haben sehr viele Farmen. Sogar ich habe eine zweite. Ne? Sogar ich. Das, ja, problematisch, sage ich mal. Problematisch. Also es wird wahrscheinlich sehr viele Spieler geben. Ich sage jetzt nicht genau wie. Ich meine, ihr wisst es eh alle, wie es gemacht wird. Ich sage nicht, wie es gemacht wird, aber sehr viele Spieler werden in 3 Monaten einfach so 5 bis 20 Millionen mehr haben. Wette ich mit euch. Also weiß ich nicht. Was habt ihr da gemacht? Supercell. Also wirklich, was habt ihr denn da gemacht? Also, dass die da sitzen und irgendwie ist das nicht durchdacht gewesen. Ja, also, das wollte ich nur mal angemerkt haben. Wie gesagt, ich habe hier nichts beschrieben, eigentlich auch nichts. Es ist auch, eigentlich ist es ja auch nicht verboten. Das sind alles Sachen, die Supercell selber schon in ihren Videos gezeigt hat. Deswegen finde ich es so krass. Umüt macht das, jeder weiß das. Ne, dass andere Farmen für ihn produzieren und ihm dann für einen Cent weitergeben. Ne? Jeder weiß das. Sonst würde das nicht funktionieren, dass er
in der Schiffsliste so hoch ist. Keine Farm kann so viel produzieren, meine Güte, kann so viel produzieren, dass man da oben in der Liste drin ist. Ne, hier, guckt euch die Dings an. Und seine Maschinen stehen ja zum größten Teil auch still. Guck mal, steht still, steht still, steht still, steht still, alles still. Wie macht er das? Ja, andere Farmen produzieren für ihn. Und die Kohle, guck mal, steht ja richtig viel still. Er macht ja fast gar nichts. Ne? Also, aber das ist so krass. Das ist wirklich, also, ihr habt da nicht nachgedacht. Aber das war noch nicht das Ende, glaube ich. Ich glaube, da wird es noch eine dicke Änderung geben. Das wird wahrscheinlich noch wieder weggemacht. Ich habe es eh nicht verstanden, warum man nicht die Leute belohnt, die immer spielen, sondern die weg sind. Ich meine, das ist richtig heftig. Viele Leute, die spielen, es gibt ja viele Leute, die spielen alle 2 Tage mal. Dann mal kurz gucken rein. Die schaffen es im Leben nicht, 750.000 in den 3 Monaten zusammenzukriegen, plus Scheunen-Upgrade, plus Silo-Upgrade, plus 130 Diamanten. Schaffen die nicht. Die gucken nur mal kurz rein und dann... es ist krass. Es ist richtig krass. Und es ist auch irgendwie richtig dumm. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu. Eure Kommentare. In die Kommentare. Gott. Oh Gott. Das ist wirklich nicht schlau. So, ich bin raus. Guckt meine anderen Videos. Nicht vergessen. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Tschüss.